Hallo, herzlich willkommen, Robby hier, zu einem neuen Let's Test. Und zwar schauen wir uns mal heute Hero Sky an. Ich bin so durchs Internet gestöbert und hab's zufällig gefunden und hab gelesen, dass es ist wieder ein Aufbaustrategiespiel und es soll hier Gildenkämpfe geben, mit denen man ja mit mehreren Spielern wohl gleichzeitig angreifen kann und auch Live-Verteidigungen. Also, dass man, wenn man angegriffen wird, wirklich dann auch live verteidigt. Und deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich das Ganze mal an. Held Thor ist da, um dir zu helfen. Rettet sie gemeinsam die Unterwelt. Bla, blub. Los. Ich bin wirklich gespannt. Ich möchte hier keinen Clash of Clans Klon oder irgendwas spielen. Deswegen, ich werde es jetzt erstmal anspielen, euch das Spiel einfach mal ein bisschen zeigen und dann schauen wir mal weiter. Endlich holen wir mich hier raus. Zerstöre alle Verteidigungsanlagen rings um mich. Setze Thor ein. Thor, der gute alte Krieger. Die Heldin setzen. Ah, alles klar. Es ist schon mal nice mit Helden auf jeden Fall. Setze Thors Fertigkeit ein. Inferno. Jetzt. Ich bin auch ein bisschen erkältet, nicht wundern. Alter, das sah ja schon mal krass aus. Grafisch. Ja, sah jetzt nicht so spektakulär aus. Allerdings muss man sagen, das Spiel ist auch noch nicht lange auf dem Markt. Von daher wollen wir ihnen eine Chance geben, nach Hause gehen. Ja, was ich auch immer ich jetzt hier gemacht habe, keine Ahnung. Also wirklich auch das allererste Mal, dass ich überhaupt hier reinschaue. Wow, du hast Arya gerettet. Nice. Meine Arbeit hier ist getan. Lebe wohl. Ja, bye bye. Sieh nur, Thor ist gegangen. Lass uns einen anderen Helden beschwören. Können wir gerne machen. Beschwören. Danke für die Rettung. Ich werde bei der Beschwörung der größten Helden der Welt helfen. Beschwören. Beschwören. Ja, was ist denn das jetzt hier? Held beschwören. Bonuskarten. Muss ich jetzt schon hier Bonus einsetzen? Also Edelsteine habe ich auch. Kenne ich irgendwoher Edelsteine? Nur so by the way. Spartakus. Okay, ich habe Spartakus gezogen. Klingt schon mal nice. Ab jetzt wird eine gratis Heldenbeschwörungskarte alle 12 Stunden hergestellt. Schau bitte häufig rein. Alles klar. Bei so vielen Meistern ist die Wahrscheinlichkeit zu kämpfen, ist gut, einen Helden zu haben. Ja, ist ja gut, manch. Ich will jetzt das Spiel sehen. Der Held wird dir auch dabei helfen, Hades und einen bösen Diener aus der Unterwelt zu besiegen. Also so schon eine griechische Mythologie hier, auf jeden Fall. Wir benötigen Nektar, um die Truppen auszubilden. Los, gehen wir von den Nektarfarmen, ernten wir. Ah, Nektar gibt's hier also in dem Fall, okay. Muss ich jetzt den Nektar, um Truppen auszubilden? Ja, mach ich doch. Bilde aus. Was haben wir denn hier? Einen, was ist denn das? Ich will sehen, was das ist. Okay, machen wir erstmal 20. Kann ich das gar nicht sehen? Ja, Tante, geh mal aus dem Bild, ey. Ich will das nicht abkürzen. Ja, okay. So, da kommen schon die fleißigen Kriegerchen. Oh, sieht aus, wenn ich hier auf einer Insel, was ist denn das? In der Luft irgendwie, wir alle an Bord schicken. Deswegen auch, wie heißt das Spiel? Sky Nerds gedacht. Mission. Kämpfe für Ressourcen und Edelsteine gegen Hades Untergrundarmee. Ja, dann mache ich das doch mal. Held schlägt zurück. Du kannst die ausgebildeten Truppen und beschworenen Helden in die Unterwelt einsetzen beginnen. Truppen sind immer kampfbereit, aber Helden müssen nach jedem Kampf, keine Ahnung, was da stand. Ich bin nicht so schnell. Es ist ja hier Wahnsinn, wie das hier vorwärts geht. Ja, komm, Held hinsetzen, machen wir. So, und jetzt Truppen auswählen. Ah, nice, okay. Und auswählen. Achso, und seine Spezialfähigkeit. Bam. Auch mal hier mitten rein. Ich habe mich noch gar nicht... Ich einfach mal hier drauf los. Einfach, ich weiß gar nicht, worum es geht. Erstmal kämpfen hier. Na klar. Was haben wir denn hier oben eigentlich alles? Was ist denn das? Nektar und das dürfte wahrscheinlich einfach normale Goldmünzen sein. Victory. Perfekter Sieg. Ja. Ist man ja gewohnt von mir. Du hast beendet. 1000 von jedem bekomme ich hier. Wickle deinen Helden und okay. So, jetzt lassen wir das Interface. Ah, alle Tante, ey. Das war großartig, jetzt müssen wir das Dorf befestigen. Ja, kann ich doch. Mit mehr Bauarbeiter kannst du mehr auf einmal bauen. Baue eine Bauarbeiterhütte. Ressourcen. Hütte. Ja, okay, dann baue ich sie erstmal hin. Gute Arbeit, du brauchst allerdings eine Menge Gold für die Befestigung. Baue eine Goldmine. Ressourcen, Goldmine. Ja, kann ich die nicht verschieben, ey? Auswählen, ja. Ja, ihr wisst es schon, wie man mir hier die Kronchen aus der Tasche zieht. Das Rathaus ist für deinen Fortschritt unumgänglich. Wir müssen es upgraden. Jetzt schon.
Ja, dann mache ich das halt. Danach kann ich wieder was Neues, Tolles Neues bauen. Das kennen wir alles soweit. Momentan nichts Neues. Wählen. Ah. Das ist perfekt, aber Meister, ich kenne deinen Namen immer noch nicht. Ja. So. Robin natürlich. Okay. Aha. Ja, nochmal. Oh. Okay. Okay. Was? Wer hat meinen Namen geklaut? Unfassbar. Das ist ja scheiße. Nimm ich halt meinen YouTube-Namen. Trotzdem bescheuert. Ich wollte eigentlich auch Robbe auf YouTube heißen, geht nicht, weil das schon besetzt war. Und dann habe ich mir irgendwelche Buchstaben dazu ausgedacht. Ich, Lena, heiße dich willkommen, Meister. Ein besonderes Willkommensgeschenk wartet in deinem Posteingang auf dich. Posteingang. So, jetzt lass uns mal das Interface erstmal so ein bisschen anschauen, mal so einen Überblick sammeln. Bekommen hier. Überblick sammeln. Jetzt bekomme ich das schon das. Was? 100.000 Hektar kann ich doch gar nicht lagern. Nimm ich doch jetzt nicht an. Also, was haben wir denn hier Feines? Lass uns mal ein bisschen rauszoomen. Das ist also unsere Base. Hier unten haben wir noch ein Altar, okay. Altar der Wünsche. Erinnert mich ganz stark natürlich an das größte, berühmteste Aufbaustrategiespiel, was es momentan so auf dem Markt gibt. Namen werde ich jetzt nicht nennen, ihr könnt euch sicher denken, welches. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir hier? Erfolge, alles klar. Das dürften hier ein paar Pokale sein. Ich denke mal, ich werde mich selber so ein bisschen durchklicken und euch dann nächstes Mal ein bisschen genauer erläutern. Bevor ich jetzt hier alles mega langweilig durchklicke. Dort zur Hölle, das sieht aber geil aus. Was kann ich denn hier machen? Wenn ihr hier noch aus allen Richtungen in das Dorf hereinströmt, du musst sie aufhalten. Nur in der Tor 5. Cool. Also eine Art Singleplayer-Modus mit Wellen. Ich bin hier auf jeden Fall heiß auf die Gilde, beziehungsweise das Allianzsystem, wie auch immer das hier heißt. Deswegen habe ich dieses Spiel auch einmal hier im Let's Play gestartet. Wenn ihr auch Bock auf das Spiel habt, ladet es euch einfach mal runter. Ich werde es auf jeden Fall mal ein bisschen anspielen, wie die Gildenfunktionen anschauen. Könnt ihr einfach mal, vielleicht habt ihr das Spiel auch schon runtergeladen, wie auch immer, ich weiß es nicht. Werde ja auf jeden Fall so schnell wie möglich natürlich auch wieder die Allianz gründen, sobald ich hier die Möglichkeit dazu habe. Kann ich denn überhaupt bauen? Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist so der erste Eindruck zum Spiel. Was ist denn das hier? Videostudio, Screenshot-Modus. Ah, cool. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wie heißt dieses Spiel überhaupt nochmal? Kann ich das überhaupt hier sehen irgendwo? Ich habe so schnell angefangen zu spielen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es. Ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Also, macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.